Joy. Ja, sonst hat den dicken Puschen drauf. Hat gestern 15 mm Regen gegeben. Also mal gut, ich habe Heu gemacht. Ja. Fahrbarkeit, aber sonst geht top. Also wirklich, da ist so nichts auszusetzen. Die Pflegebereifung kommt viel, viel später drauf, weil ich der Meinung bin, dass sie jetzt viel zu viel Bodendruck ausübt und das dann den Boden einfach nicht schont. Deswegen diese Breitbereifung jetzt einfach. Ja. Und dann ist endlich die Spritze in den Sommerkulturen auch schon mal abgehakt. So, erstmal die Spritze hier wieder nachfüllen. Ich spritze jetzt hier Konzert XX. 80 Gramm pro Hektar kommt hier rauf. Und ja, das ist ein Getreideherbizid. Das kann ich bei mir im Hafer, in der Gerste und im Weizen alle durchfahren. Hat eine Zulassung dafür und so. Ja. Ihr seht schon hier das Problem, Kamille ist sehr groß, das ist alles Kamille hier, das bereinigt das. Und ja, das hier ist jetzt, Plastik hier, immer gleich wegsammeln. So, das hier ist das mit Mist bearbeitete, also auch gegrupperte, und hier sieht man auch echt krass, was hier ein Unkrautdruck ist, durch dieses Gruppern. Die anderen Flächen sind lange nicht so stark, also nicht mal die Hälfte davon drin. Und hier, also das, diese ganze grüne Reihe hier, das ist alles Unkraut. Das sind nur hier, das sind die Gerste hier. Und das hier, das ist alles Mist. Das muss alles weg. Ne, hier ist natürlich auch, wo eine Tute nicht gelaufen hat, klar. Aber hier, da ist überall Mist zwischen. Ne? Und das spritze ich jetzt alles weg, weil sonst kostet das immens Ertrag. Noch zum Plastik hier, warum liegt hier Plastik auf dem Feld? Kann ich euch auch ganz klipp und klar sagen, da hinten ist die Nordsee, wir haben viel Westwind und darüber fliegt hier immer super viel Müll an. Das ist für unseren Standpunkt hier echt normal. Das sind keine Schweine, die hier irgendwas wegwerfen. Das ist einfach durch den Wind kommt hier echt super viel angeflogen. Ja, ja, das ist ganz normal. Aber wenn man hier übers Feld läuft, also ich sammle es immer sofort weg. Ab in die Hosentasche, zu Hause kommst du in die Tonne und weg ist es damit, ne? Tut kein weh. Und was soll das hier auf dem Feld? Da hat keiner gut von. Ja, hier seht ihr noch die Stellen, die ich nachgedreht habe. Da hatte die Drille ja ausgesetzt. Das kommt auch langsam in Gang. Wird jetzt auch gleich mitgespritzt. Und gut ist das, ne? Ja, jetzt wie gesagt völlig. Ich mache das dieses Jahr erstmal so mit dem Schlauch immer schnell legen und gut ist das. Ist jetzt auch nicht so wild. Ne, da muss ich mich noch mal ganz in Ruhe hinsetzen und eine Konstruktion für basteln. Aber ja, ihr wisst ja, ne? Ich habe immer so viel vor und so Sachen kommen dann irgendwie immer hinten dran. Aber das ist ja schon langsam normal geworden. Das Wetter passt, es ist eine ganz leichte Brise Wind hier. Also wirklich die Windmühlen, weil die drehen sogar ganz eben, aber es ist echt eine ganz kleine Brise, also voll vertretbar. Da brauche ich keine Bedenken haben. Ja. Und dann geht das jetzt weiter. Ja, den Schwader habe ich heute auch zurückgebracht und der ist auch schon verkauft. Der geht heute oder morgen schon an den Kunden. Krass, mega gut. War aber auch ein echt schönes Teil. Also wirklich, das ist ein schöner Schwader. Ja, es ist dann soweit. Jetzt werden die Beine geholt. Vorne hat er mal wieder eine Frontlader dran. Das ist ja inzwischen schon eine Seltenheit geworden. Ne? ja, die hole ich jetzt nach Hause. Die jedenfalls schon mal vom Feld weg. Nächste Woche wollte ich nämlich gerne Gülle fahren auf dem Getreide und dann werden die Grasflächen gleich mitgefahren. Dann ist das alles in einem Rutsch erledigt und dann müssen die natürlich hier vom Feld weg sein. Ja, und das Wetter bietet sich ja nun auch an. Das ist ja Quatsch, die dort ewig liegen zu lassen. Dann ist ja schnell weggeholt. Die paar Hektar, da sind wirklich nichts bei. Thank you.
Jo, ich bin begeistert. 14 Beinen aufgeladen, 14 abgeladen und dieses Pisting von Trima Frontlader leckt schon wieder mit Öl. Oh, es gibt echt nichts mehr, was ich mehr hasse im Leben wie diesen dummen Frontlader. Ich hasse ihn so sehr. Ich weiß nicht, was so ein Mist soll. Meine Güte. Ja, auseinandernehmen, gucken. Ich weiß wohl, im nächsten Leben kaufe ich mir echt kein Trima mehr. Mann, ey, wir wollten damals eine Stoll kaufen. Preislich waren die, ich glaube, das hat sie nichts gebracht. Der konnte nur, wow, 10 cm mehr heben. Da dachten wir, Wunder, wir können LKWs beladen, sonst hätten wir nämlich den Stoll genommen. Aber letzten Endes war das alles wie Katz. Ja, weiß ja auch nicht, ob ich mit Stoll besser gefahren wäre. Ne? Viele sagen, oh, du musst einen Multikuppler haben, dann passiert das nicht. Weiß ich nicht. Ja. Kannst ja jetzt nicht alles umbauen, deswegen. Aber der Multikuppler kommt ja eigentlich nur hier oben drauf. Ne? Und hier unter leckt das halt in dieser Zwischenplatte. Also, da ist echt der Wurm drin in diesem Mistding. Mann, da ist gar kein Verlass mehr drauf. Das kann doch nicht sein, dass der jetzt jedes Mal, wenn ich ihn brauche, hier leckt. Ich meine, was ist der jetzt hier? Was sagte ich irgendwie? Ist jetzt 9 Jahre jetzt, glaube ich, ne? Und bei mir wäre der ja nun auch nicht, der macht ja nicht, weiß ich nicht, wenn er jetzt irgendwie einen Futtermischwagen befüllt, dann macht er ja doch deutlich mehr. Guck mal, der hat jetzt in den 9 Jahren hat er, der Schlepper, noch keine 2000 Stunden gemacht. Noch keine. Das ist, ich schätze mal 1500 Stunden. Und das sind ja keine reinen Frontladerstunden. Also, naja. Erstmal wieder Feierabend und reparieren. Ist doch tatsächlich wieder diese große auch noch weggeflogen. Das kann doch nicht sein, ne? Ich habe da ja noch einen Satz von, die habe ich ja vom Fan bekommen. Das sind jetzt diese Verstärkten. Das ist doch bald ein Ding nur eine Möglichkeit. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, das war jetzt einer von diesen Kleinen, dass das da so Ärger macht. Nee, hole ich jetzt 9, aber das ist doch gediegen, wirklich gediegen. Ich werde noch dazu kommen und den Originaldichtungssatz, ich weiß nicht mehr, was er kosten sollte, den zu kaufen. Aber eins will ich euch sagen, auch wenn ich jetzt schimpfe übertrieben war und hier und da, eins habe ich in der ganzen Zeit, die ich jetzt in der Landwirtschaft bin, tatsächlich lernen müssen auch. Nur weil ich habe das von mehreren gehört, dass die Probleme haben mit Undichtigkeiten bei der Modellreihe quasi so um das Baujahr herum. Aber nur weil der schlecht ist, heißt das nicht, dass die heutzutage schlecht sind und dass Stoll zum Beispiel heutzutage gut sind. Das kann genau anders sein. Also die haben Probleme gehabt, haben das super verstärkt oder so. Das habe ich schon oft merken müssen. Ein Produkt, was zu dem und dem Zeitpunkt schlecht war, kann heutzutage mega gut sein und ein anderes, was damals sehr, sehr gut war, kann heutzutage schon wieder sehr, sehr schlecht sein. Trotzdem schimpft man drüber, wenn es denn kaputt ist. Ja, naja, neuen Dichtungsring rein. Ich habe da ja von dem einen Fan, ich weiß nicht, 20 Stück bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal. Das hilft mir jetzt ja wieder sehr viel weiter. Dann baue ich das zusammen. Das ist ein Akt von, weiß ich nicht, jetzt mit, weil ich dreimal hin und her laufen musste irgendwie, keine Ahnung. Hat man manchmal, wenn der Schlüssel passte nicht und oh, vergiss es einfach. Naja, ist es in einer halben Stunde dann jetzt so für den ganzen Agewas. Und das Gute ist, ich weiß auch Schlag in der neuen Werkstatt, wo sie liegen. Oh, das kann ja auch noch passieren, dass du dann nicht weißt, wo sie jetzt liegen. Ja, das ist ja Viton 80 ist das. Nur für, falls da Fragen aufkommen. Ja, ich setze ihn rein, dann geht das weiter. Der hat jetzt ja im Verhältnis zu dem, den ich vom Händler immer bekommen habe, die Gummiringe, mindestens doppelt so lange, wenn nicht dreifach so lange gehalten. Aber ein Jahr, ne? Das ist nicht so geil irgendwie, das Ganze. Ich weiß auch nicht, was ich da machen kann. Ihr versteht mit diesem Multikuppler, was ich meine, ne? Weil da sitzt ja hier, kommen mir die Bautenzüge an und da ist ja der Dichtring. Und der Multikuppler kommt ja meiner Meinung nach noch hier die 4 Verschraubungen ab und daran. Wenn ich mich nicht irre. Aber ja, vielleicht wisst ihr da auch mehr. So, und weiter geht's. Jo, alle Beine sind zu Hause. Ein paar habe ich leider ein bisschen beschädigt, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich habe die zu weit zusammengestellt und habe der Zange nicht mehr zwischen. Ja, die wickel ich jetzt schnell nach. Hab die Folienvorstreckung jetzt auch ein bisschen strammer gemacht. Und ja, die kriegen jetzt nochmal 10 Umdrehungen. Das sollte hoffentlich lang. Mal gucken. Und dann passt das. Thank you.
Das hatte ich nämlich definitiv zu wenig. Das muss höher sein, also dass der strammer ist, das muss man alles lernen. Und der Pressdruck ist auch zu wenig, also den werde ich auch erhöhen noch ein bisschen. Aber wie gesagt, deswegen wollte ich auch dringend meine Beine als erstes pressen, bevor ich irgendwo einen Lohn presse. Ne, nur so kann ich was lernen. Das ist jetzt schon schön stramm. Perfekt. So, die stehen schon mal alle hier. Perfekt. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal ein bisschen mehr Pressdruck. Wir hatten hier erst mehr Pressdruck, er sagte weniger, aber das merke ich jetzt schon, die hätten mehr Druck. Also meiner Meinung nach müssen Silage einfach vollen Druck haben. Bei Heu und Stroh ist das wieder was anderes, aber Silage, das muss mit richtig Druck zusammengepresst werden. Ne? Ja, das werde ich ändern. Folienvorstreckung jetzt, das passte perfekt. Ich kannte das Wort vorher nicht mal. Das sind alles Erfahrungswerte letzten Endes natürlich. Ne? Pressdruck und diese Folienvorstreckung, Lagenzahl und. Ja, aber das ist eine feine Sache. Früher habe ich ja überall auf dem Trecker auch diese Klebedinger, wenn irgendwo ein Ratscher war, schnell reingeklebt und gut ist das. Ja, jetzt wickelt es schnell mal nach. Außer wenn du jetzt hier unten einen kaputt machst, den kriegst du natürlich so nicht wieder raus. Aber sonst, ja, zwei habe ich ganz kaputt gemacht, weil ich da den runter und habe ich die Folie komplett zerrissen. Die waren so dicht aneinander, ich kriege sie nicht mehr rein, mein Ding. Scheiße, aber na gut, ich kann es ja nachwickeln, dann ist es halb so wild, sonst ist es echt ärgerlich. Ja. Und so einen kleinen Ratscher und ein paar habe ich dann schnell nachgewickelt und gut ist das. Also, ja, das ist schon eine feine Sache. Ja, ich habe jetzt hier stehen, weil da hinten, das nervte mich doch platztechnisch in der Ernte und so. Das gefiel mir nicht. Hier ist eine schöne Ecke, da hinten kommt ja noch der Schweineauslauf hin hier. Das ist jetzt ja gemäht und dann können wir das jetzt hier auch langsam mal beginnen, schon mal den Wildschutzzaun zu setzen und Strom zu setzen. Dann kann ich schon mal mit dem Veterinäramt weiterreden, wie die das haben wollen. Ja, so geht das dann auch Stück für Stück hier weiter. Ja, ne, Solar haben wir ja schon so hingesetzt, dass das passt. Und ja, da hinten seht ihr auch die Rinder, die laufen ja im Grün hier jedenfalls. Die sollen aber auch, hoffe ich nun endgültig nächste Woche auf die Naturschutzflächen. Sonst sind die bald zu teuer, wenn ich die nicht nutze. Ja, ne. Aber die Beine fand ich hier stehen am besten. Die Bäume, normal dürfen die da nichts kaputt machen. Hab die so ein bisschen abgestellt, ja. Und dann ist das sowieso so eine tote Ecke, ne? Da ist nur Schatten. Guck mal, die Folie ist ja nicht mal so der Sonne ausgesetzt. Und ja, ich komme hier, wird ja nachher sowieso so ein bisschen so ein Fahrgang, ne? Für den Hoflader, dann kann ich hier auch schön die Beine holen. Eventuell wird das noch betoniert, hier bis hier von vorne hin auch. Und dann ist das eigentlich gar nicht mal so dösig, die hier stehen zu haben. So war auf jeden Fall mein Gedanke. Frontlader hat jetzt gut durchgehalten auch. Keine Leckagen mehr nun gehabt, Gott sei Dank. So, nun Tiere füttern und dann ist Wochenende für mich. Morgen passierte nicht viel. Wir haben die letzten Tage ja, lange gemacht und morgen ist einfach mal, oder ab heute Abend Wochenende, ja, die Tiere müssen gemacht werden und so, aber sonst muss das auch mal sein. Heute geht es nun erstmal ins Werkstatt aufräumen, alle Werkzeuge sauber machen, alles aufräumen und dann kann ich den Kehrer weiter zusammensetzen. Dann muss nur erstmal eine Grundreinigung reinkommen, weil ich habe das alles hier hingeschmissen, das wurde ja alles nichts. Das ging ja alles Schlag auf Schlag. Jetzt einmal alles ja, fett überall abwischen und so, sonst hast du wieder gleich nur fettige Finger und so, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann können wir jetzt langsam alles zusammensetzen, nochmal den Rest sauber machen, dass das auch alles ordentlich zusammenkommt. Ja, die Presse ist drin, die muss ich nachher wieder anbauen. Die ist leider tatsächlich schon kaputt. Ja, ist wahrscheinlich Spähen im Ventilblock drin, sagten die, weil meine Beine sind ja zu locker. Und ich habe nochmal nachgefragt. Ich habe das erste Mal gepresst, ich kenne mich noch nicht aus. Wenn ich die Klappe zumache, geht der Druck hier hoch. Wenn ich gepresst habe, war der ganz unten. Ich habe mir da nichts bei gedacht, weil, ne? Aber das darf nicht passieren. So, ja, deswegen wird das jetzt heute Nachmittag auch gleich gemacht. Ja, ich sage ja, neue Maschinen sind auch nicht verschont, mal kaputt zu gehen. Ne? Das ist so. Nur hier natürlich jetzt gerade sowieso im ersten Jahr oder jetzt, wo es gemietet ist, brauche ich mir da gar keine Sorgen machen. Ne, das ist dann rein theoretisch so nicht mein Problem. Wir müssen eine gute Arbeit vorweisen. Hätte ich jetzt eine alte Presse gehabt, das Problem wäre gekommen, hätte ich mich tierisch geärgert. Aber so gut. Deswegen war es mir so wichtig, die ersten Beine mir selber zu pressen. Und ja, dann habe ich da jetzt schon die ersten Erfahrungswerte gesammelt, weiß, worauf soll ich überall achten. Und ja, das geht dann ganz anders von der Sache schon, ne?
Große Rolle haben wir schon drin, reingepackt, die Ersatzrolle, die ist ja mit. Ja, gucken wir mal, wie das Netz ist, das weiß ich noch nicht. Jetzt ist ja noch das Glasnetz drin, aber das sehen wir alles nach und nach. So, die Presse ist nun wieder gemacht. Funktioniert, war tatsächlich kaputt. Ich kann euch mal zeigen, was da war. Kleinen Moment. Und zwar dieser Steuerblock. Hier stellst du auch den Druck, den Pressdruck ein und dieser war defekt. Die denken, dass da Späne drin war. Ja, sowas tritt natürlich dann auch in kürzester Zeit auf, wenn sowas ist. Druck fiel auf, die haben gemessen, auf 70 bar ab. Bis dahin hat er ihn gehalten, aber auf 70 bar. Und jetzt, was er jetzt angestellt hatte, 180, da blieb der Druck nun auch stehen, Gott sei Dank. Ja, die haben dann noch eine extra Druckanzeige angeschlossen, um das denn zu gucken, wie viel Druck der hat. Und kann das denn so sehen. Ja, und wie gesagt, das ist nun getauscht. Perfekt. Dann habe ich hier noch, der war noch nicht dabei, den Messerhalter dafür, Blindmesser. Hier, wo die silbernen Dinger hängen. Das sind ja auch die Blindmesser. Das war noch nicht dran, haben sie gleich mit angebaut. Jo. Also ist sie nun wieder einsatzbereit. Heute kommt mal endlich wieder die Sonne raus, wenn sie blendet richtig. ja, zum letzten Video kamen noch ein paar Fragen auf und da ihr wisst, ich bin nicht so flink in der Tastatur, da habe ich nicht so viel Lust zu, beantworte ich hier noch ein paar Fragen. Zum einen ging das um den Schnitt, der ist viel zu tief, das hatte ich ja schon damals beim Mähen gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, warum der diesmal... Also diesmal war er tatsächlich mir auch zu tief, sonst habe ich da nun nicht so viel Kummer mit, aber... Ja, muss den Oberlenker länger drehen und so. Nee, das funktioniert beim Trommelmähwerk nicht. Das ist nicht so einfach. da muss man schon Distanzscheiben zwischen haben, das alles auseinandernehmen. Das ist nicht schnell mal so in 2 Minuten erledigt. Ja, frag mich nicht, warum der Schnitt jetzt, wie gesagt, so extrem tief. Also der war extrem tief. Ich keine Ahnung, habe ja nichts verändert vom letzten Jahr. Da muss ich mal gucken. Deswegen will ich ja in Zukunft auf jeden Fall ein Scheibenmähwerk haben, dann kann ich das immer variabel einstellen, schnell. Ja, das ist einfach komfortabler. Ja, da kommen wir dann schon zum nächsten, weil da schrieben auch welche, der Schwader, der sauber, arbeitet gar nicht sauber. Doch, der arbeitet sauber. Du musst ihn richtig einstellen und so. Ja, du musst dich entscheiden. Wenn du so tief, das war ja viel zu tief, das habe ich ja bei Mähen ja schon gesagt, wenn er so tief mäht, entweder du holst die Erde ran oder du lässt ein bisschen Futter liegen. Da musst du dich entscheiden. Ne? Also der Schwader räumt schon weg. Da gibt es keine Frage. Aber dann hast du auch genügend Erde im Futter. Ne? Dann habe ich mich lieber entschieden, ein bisschen was stehen zu lassen, da so ein paar Halme, dass er nicht so in der Erde kratzt. Ne? Das ist ja, wenn es ein bisschen Unebenheiten ist. Ja, das ist so. Und ich habe ihn natürlich auch unter Volllast gefahren, ne? Also mal gezeigt, was da geht. Wenn ich jetzt persönlich so einen hätte und selber schwaden würde, für mich würde ich da auch deutlich langsamer fahren. Ja, brauche gar nicht so schnell, aber er kann. Er kann wirklich. So viel dazu. Dann kommen wir noch weiter zu Presse und Schwaderpresse. Das Schwad ist zu breit mit 1,80, also da kann ich überhaupt nicht zustimmen. Da bleibt gar kein Futter liegen rechts und links. Es blieb mal teilweise ein bisschen Futter liegen, wo ich den Schwader dann aber auf volle Breite gefahren habe. Ich habe ja ein bisschen rumprobiert. Ne? Ich bin ja nicht so ein Mensch, der dann nur, das muss alles probiert werden. Volle Breite, ganz zusammen und hier und da. Das habe ich schon alles gut probiert. Und dann bleibt er ein bisschen liegen. Aber 1,80er hat er super weggesammelt, hat dann auch schöne, keine Eierballen gemacht. Perfekt, brauchst nicht rechts, links fahren. Schönes, flaches Schwad, nicht diese Hügel. Ja, da musst du die ganze Zeit rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und so kannst du einfach schön, er zieht sich das zurecht und perfekt. Also die waren richtig schier. Das Einzige war halt, dass der Pressdruck nicht stimmte. Ne? Ja, da bin ich jetzt ja auch schon viel schlauer. Und das funktioniert jetzt ja auch. Das war nun dumm. Denn... Genau, sagt man, wenn ich mit 3 km/h ist viel zu langsam. Das kannst du nicht von der km/h-Zahl abhängig machen, das Pressen. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Masse da liegt. Ich meine, ne? Ihr habt selbst gesehen, letztes Jahr hier die Krone-Presse, die fuhr auch, ich weiß nicht, 2, 3 km/h, mehr schaffte die ja auch nicht. Das kommt, wie viel Masse du. Wenn ich da auf 9 Meter richtig guten ersten Schnitt zusammenkehre, ja, oder 8 Meter, irgendwas waren das ja, 8,60 Meter oder was kann der volle Breite. Du, da liegt ein bisschen was. Da kannst du nicht mit hier 10 km/h rüber donnern. Das funktioniert nicht. Dann hast du, ja, kannst du ja probieren, aber viel Spaß beim hier
Presse wieder sauber fummeln, ne? Dann fährst du sie dir dicht. Und natürlich, ich fahre jetzt sowieso noch ein bisschen vorsichtiger, kann man auch sagen, klar, ist wie beim Dreschen, da musst du dich ein bisschen reinsteigern. Ich bin jetzt kein großer Lohnbetrieb irgendwie, der hier Zeit. Ne, das muss, ich bin da mehr der Mensch für, ich gehe da in Ruhe bei und dann nicht so. Beim Schwader habe ich mal ein bisschen Gas gegeben, das stimmt tatsächlich, aber sonst Ruhe und langsam rantasten. Naja, die andere Fläche habe ich auch schon mit 5 gefahren, da war ja deutlich weniger drauf, wegen Gänsefraß. Da ging schon ordentlich was mehr, aber ich hatte keinen Bock, den ganzen Tag da stehen und pull mir diesen Rotor wieder frei. Nee, da gibt's schönere Sachen. Ne? So, und beim Beinwickler schrieb mir auch noch welche, das dauert viel zu lange hier, bla bla, du fährst ja nur durch die Gegend. Da musst du dich entscheiden, ne? Also entweder, wenn du es schnell haben willst, dann musst du dir einen mit 2 Armen besorgen oder eine Presswickelkombination. Nimmst du dann nochmal 40.000 Euro mehr in die Hand, dann hast du eine Presswickelkombination neu. Kein Problem. Dann hast du es super schnell, das ist klar, viel einfacher, viel schneller. Kannst du machen. Und ja, wenn du nicht so viel übers Feld eiern willst, dann bleibst du einfach stehen und wartest, ne, bis er fertig gewickelt ist oder fährst du eben langsam so zum nächsten Bein hin. Das, ne, das finde ich gemütlicher, dann brauche ich nicht überall anhalten. Ja, wie gesagt, ich würde dann nächstes Mal noch was verändern. Erst die zweite Schwad nehmen, dann außen rum und den Beinen mir schon zurechtlegen. Das ist ja kein Problem, aber sonst, ich bin super zufrieden, wirklich super zufrieden mit den ganzen Maßnahmen. Ärgerlich mit dem Pressdruck, das ist echt ärgerlich, aber gut, nicht zu ändern und dann braucht man sich auch nicht weiter ärgern. Das sollte jetzt ja laufen, also da habe ich jetzt keine Bedenken. Ich habe das ja gesehen, der hielt jetzt voll den Druck, der hat ja, dieser Block ist ja so ein Sperrblock, also selbst wenn der Trecker Druckverlust hat, der sperrt es. Und das hat, ja, wenn der Späne drin ist, dann sperrt er das nicht. Und wenn der Trecker, ich schätze mal, wenn, ich meine, das sind ja alte Hobe, die halten den Druck nicht hier über 100 Jahre. Das ist so der 616 schon, aber der 610er nicht mehr. Das tut er nicht. Der 616 hält eigentlich sehr guten Druck. Ja, und dann verliert er den Druck an der Presse. Das war echt blöd, aber gut. Ja, weil gerade bei den Silobahnen, da will man ja doch viel Druck drauf haben. Ja, es ist nicht mehr zu ändern. Ne? Soweit dazu. Ja, dann haben wir das Ganze eigentlich so auch geklärt. Hatte ja alle Messer drin beim Pressen. Ja, und das nächste Mal geht das schon viel schneller. Also ich weiß jetzt ja beim Pressen, wo ich drauf achten soll, beim Wickeln. Ich habe jetzt ja alles gemacht, habe mir nochmal richtig schön Gedanken gemacht, wie und was und wo. Und jetzt sitzt das auch schon. Also, klar, Vollprofi bin ich noch nicht, ne? Das ist klar, aber ich weiß jetzt die Grundsätze, worauf ich achten soll, dass das geschmeidiger nachher läuft, alles ganz klar. Ne, da musst du ja erstmal das machen, dass man weiß, worum es geht und dann kann man sich da weiter rantasten. Ja, das ist auch kein Problem. Ja, das so viel dazu zu den Fragen und so. Aber auf jeden Fall freut mich sehr, dass ihr das genauso abfeiert wie ich. Sind echt schöne Maschinen, wirklich. Also gar keine Frage. Die bringen schon Spaß, ne? Das schockt schon. Kann man nicht anders sagen. Auch beim Strohpressen, klar. Also einen Lohnstrohpressen werde ich gar nicht. Bei erstens ein 20er Strohbein will kein Mensch außer ich haben. Und B, da habe ich auch keine Zeit zu. Ne? Ja, das ist ja so, diese Presse soll nur ein paar kleine Stellenwände mitbedienen, dann ist das okay, aber so, dass ich jetzt extrem jeden Tag da los muss, muss nicht sein. Das ist so, dass sich das finanziert, dann ist das schön und gut, dann bin ich zufrieden. Aber sonst, ja, im ersten Jahr ist es sowieso mal schwieriger, das ist klar, das müsste sich dann erst rumsprechen da so und dann hat man das, ne? Aber wie gesagt, Strohpressen, da wird keine Nachfrage sein und ich habe auch keine Zeit dafür. Ne? Ich möchte nur gerne die 1,20er haben, ich hatte jetzt ja die 1,60er, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die kriegst du nicht mal auf dem Stroh da geschoben. Ich hatte vorher 1,20er auch, das gefiel mir so gut, die kannst du da richtig schön bewegen. Die anderen, die sind mir einfach zu groß und unhandlich. Deswegen möchte ich jetzt alles einheitlich 1,20 haben und dafür ist diese Presse dann eben so, wie sie ist, ideal. Ne? Also für meine Ansprüche perfekt. Preis-Leistung passt da eben super zusammen. Ne?
da kann man machen, was man will. So, ja, das soll es aber auch wieder zu diesem Video gewesen sein. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.